Hallo alle zusammen, willkommen in Delphi. Ich darf euch hier Alex präsentieren. Alex ist Pressesprecher bei CO2 Online. Du stellst CO2 Online gleich direkt vor. Ich würde sagen, wir steigen direkt ein. 20 Minuten Power-Vortrag. Auf eure Fragen sind wir dann anschließend gespannt. Bühne frei. Vielen Dank. 19 Millionen Wohngebäude gibt es in Deutschland. Ein Großteil davon, 86% ungefähr, müssen bis 2045 saniert werden. Das ist ein Fakt. Hauseigentümer stehen vor der Frage, was tun? Die Energieberatung, das Handwerk sind überfordert, viel zu viele Aufträge. Deswegen haben wir die Modernisierungsberatung, eine digitale Form davon, entwickelt. Die möchte ich euch heute vorstellen. Wir, das ist CO2 Online, eine gemeinnützige Beratungsgesellschaft, Klimaschutzorganisation, seit 20 Jahren in Berlin-Schöneberg arbeiten wir daran, die Beratung rund um Energie zu digitalisieren. Wir wollen Verbraucherinnen und Verbrauchern dabei helfen, ihren CO2-Fußabdruck zu senken. Das erlangen wir dadurch, dass wir ihnen Tipps, Hinweise, Beratungen geben, wie sie Energie sparen können, wie sie ihr Haus modernisieren können, wie sie dafür Fördermittel bekommen. Also das in diesem Themenspektrum bewegen wir uns. Und wir sind mittlerweile 50 Klimaschützerinnen bei uns an dem Standort, ein buntes Team, jung und alt und mit verschiedenen Fähigkeiten. Und was diese Fähigkeiten entwickelt haben, das möchte ich euch heute vorstellen und auch euch vorstellen, damit ihr verstehen könnt, was hinter dieser Organisation steckt. Und ein Kernbereich unserer Arbeit sind die Energiesparchecks, das ist so eine Art Online-Beratung, Möglichkeiten übers Internet, unabhängig von Menschen, die dahinter sitzen, Beratungsergebnisse zu erhalten. Und die entwickeln wir selber, an denen arbeiten wir selber. Da haben wir vor 20 Jahren mit begonnen und stehen da heute dort. Und ein anderes Ziel ist aber auch, diese zu kommunizieren, in die Welt hinauszutragen, damit sie dann auch die Empfänger, die Nutzer finden. Komm gerne rein. Kern unserer Informationen ist co2online.de. Das ist eine Informationsplattform mit Informationen eben rund um Klimaschutz, Gebäudesanierung, Energiesparen. Wir arbeiten unabhängig und neutral, keine Hersteller, Angebote, keine Verkaufsabsichten, sondern einfach Informationen so gut wie möglich recherchiert, damit sie für jeden zugänglich sind. Aber die Plattform nutzen wir natürlich auch und auch die Besucherinnen, die auf diese Seite kommen, um sie in die Online-Beratung zu bringen und noch individueller beraten zu können, als einfach nur Informationen bereitzustellen. Denn es gibt eine wahnsinnige Informationsflut im Internet und wir wollen darüber hinaus noch einen Schritt weiter gehen. Aber erstmal zur Grundlage, das ist unsere Datenbank. Wir haben vor knapp 15 Jahren angefangen, eine Gebäudedatenbank aufzubauen. Wir sammeln dort Daten zu einzelnen Gebäuden und Haushalten, zu deren Energieverbrauch, zum energetischen Zustand des Gebäudes. Das sind die Grundlagen, also die Heizsysteme, der energetische Zustand, die Art der Dämmung. Das sind Informationen, mit denen man dann ein Gebäude energetisch einordnen kann. Wie viel es verbraucht, ob es Sanierungspotenziale, Möglichkeiten gibt, den Energieverbrauch des Gebäudes zu senken. Und diese Daten aggregieren wir über unsere Beratung. Also die Beratungen haben als Voraussetzung, dass man Daten zum Gebäude und zum Energieverbrauch eingibt. Die sammeln wir anonym, also ohne personenbezogene Daten und können dort raus dann auch unsere Beratung wiederum attraktiver, besser, mit einer besseren Datengrundlage erstellen. Also wenn wir zum Beispiel sagen, dein Heizenergieverbrauch liegt dort und im deutschen Durchschnitt liegt er da drüber. Oder Haushalte, Gebäude mit einer ähnlichen Konstitution verbrauchen eigentlich weniger Energie als in deinem Haushalt, in deinem Gebäude. Das ist immer ein guter Anstoß, eine gute Motivation, Leute zum Handeln zu bringen. Und den Leuten aufzuzeigen, wie viel Potenzial sie eigentlich zum Sparen haben, wie viel sie dort noch erreichen können. Und
Also das ist eine Verstärkung. Je mehr Beratung wir haben, deswegen desto besser wird unsere Datengrundlage. Und je besser unsere Datengrundlage ist, umso besser verstehen wir natürlich auch, wie in Deutschland geheizt wird, wie der Gebäudebestand in Deutschland ist und können darauf unsere Beratung verbessern. Wir nutzen die Datengrundlage, die Gebäudedatenbank auch dafür, um Auswertungen zu machen, also durchschnittliche Energieverbräuche zum Thema Heizen für ganz Deutschland, zum Thema Strom, wie hoch ist der Stromverbrauch in Deutschland, um dort auch Aussagen zu treffen und da immer im Blick, also nicht gesamtgesellschaftlich, sondern für den einzelnen Haus. Also wie sind die durchschnittlichen Werte, was ist ein erhöhter Verbrauch, was ist ein Verbrauch, den man erreichen sollte, also der erstrebenswert ist. Und wie gesagt, das als Grundlage für unsere Energiesparchecks, also die Beratungstools online für unsere Klimaschutzberatung. Und haben eben das Ziel, so individuelle Aussagen zum Gebäude zu treffen wie möglich, sollen aber auch immer dazu dienen, den Nutzer gut abzuholen, die Nutzerin gut abzuholen und darauf hinzuweisen, was sind die wichtigsten Informationen, die benötigt werden, um Aussagen treffen zu können. Beim Thema Heizen ist das eben zum Beispiel die Energierechnung oder die Heizkostenabrechnung, die immer sehr schwer verständlich sind. Und wir wollen dort vor allen Dingen die Leute abholen, um ihnen zu zeigen, mit welchen Werten sie eigentlich dort arbeiten können. Und wozu dient diese Beratung am Ende? Wir wollen Impulse geben, anstoßen, Leute ins Handeln bringen, also von dem Informieren darüber, wie der Zustand ist, welche Maßnahmen zum Energiesparen es gibt, die ins Verhältnis zu setzen zum deutschen Durchschnitt oder zu ähnlichen Gebäuden, also einen Vergleich zu haben, wo ich stehe und dann motiviert zu sein, zu handeln und dann auch Informationen an die Hand zu bekommen, Impulse an die Hand zu bekommen, um dann Maßnahmen auch umzusetzen. Also das ist immer das Ziel bei uns, dass dann am Ende auch wirklich was passiert, dass zum Beispiel besser mit Energie umgegangen wird, dass Sanierungsmaßnahmen beauftragt werden, dass man am Ende dann auch eine Energieeinsparung, auch einen Klimaschutzeffekt hat. Und deswegen das Thema Modernisierungsberatung. Und ich habe am Anfang so ein bisschen versucht aufzuzeigen, wo so die größten Probleme gerade liegen, vor welchen Herausforderungen wir stehen. Und das ist einmal die schier unfassbare Zahl von 19 Millionen Wohngebäuden in Deutschland und ein Großteil davon sanierungsbedürftig, also noch nicht auf den Stand, den es braucht, um zum Beispiel die 2030 oder 2045 Klimaziele zu erreichen. Gebäudebereich ist einer der größten Sektoren in Deutschland, was den Bereich CO2-Emissionen angeht. Und wir müssen dort dran, diesen Bereich zu reduzieren, stark zu verkleinern. Wir haben einen sinkenden Energieverbrauch im Wohngebäudebereich in den Jahren 2000 bis 2010. Da gab es einige Fortschritte und seit 2010 stagniert der Energieverbrauch in deutschen Haushalten. Und das ist das große Ziel, was wir erreichen müssen, diesen zu senken. Und auf der anderen Seite stehen eben begrenzte Kapazitäten bei den Energieberatungen, die essentiell sind für eine erfolgreiche Gebäudesanierung und beim Handwerk, die das Ganze umsetzen am Ende. Und wir versuchen hier den kleinen Schritt von der ersten Information, dem Googlen im Internet oder dem Sprechen mit Freunden und der tatsächlichen Energieberatung vor Ort zu schließen, dazwischen Orientierung zu geben und zu zeigen, mit welchen Maßnahmen man die am wirksamsten saniert, wie das beste Vorgehen ist und wie ich auch am Ball bleibe, wie ich auch motiviert bleibe, dieses dann am Ende auch umzusetzen. Und genau, das ist die große Hürde, die große Umsetzungsarbeit ist es eben von der Erkenntnis, die manchmal vorherrscht, manchmal noch nicht vorherrscht, wie wichtig das Wohngebäude für den eigenen Energieverbrauch und für die Klimaschutzziele ist, wirklich umzusetzen ins Handeln, in die wirklichen Maßnahmen. Wir haben, also wird saniert, es werden Heizungen in Deutschland ausgetauscht, bloß die Geschwindigkeit muss sich erhöhen. Es müssen auch bei den Sanierungen mehr Maßnahmen umgesetzt werden, als es bis jetzt der Fall ist.
Also häufig spricht man da von der Pinselsanierung. Sanierung wird, also die Hausfassade wird gestrichen, aber nicht gedämmt zum Beispiel. Also auch welche Maßnahmen umgesetzt werden, das ist ganz wichtig. Und auch wirklich zu überprüfen, wie wirksam sind die Maßnahmen am Ende auch gewesen? Oder war die Dämmung wirklich notwendig? Oder habe ich jetzt nur eine neue Gasheizung? Aber man hätte auch eine erneuerbare Heizanlage integrieren können. Also diese Fragen sich zu stellen, dass am Ende auch wirklich wirksame Resultate bei rumkommen, ist super entscheidend. Und das versuchen wir mit unserer Modernisierungsberatung zu erreichen. Ziemlich anspruchsvoll, aber wir sind ja auch nicht alleine dabei. Das ist ja ein Baustein in der ganzen Kette. Und so sieht der Modernisierungscheck 2.0 aus. Es gab davor auch schon einen Modernisierungscheck und den haben wir komplett überarbeitet und aus unserer Sicht auch gerade zur richtigen Zeit, also spätestens seit Ende letzten Jahres, aber jetzt dann auch wirklich in diesem Sommer als Thema wirklich sehr hochgekommen, wie kann ich jetzt auch wirklich meinen Energieverbrauch wirksam senken. Und neben den vielen super Spartipps, Sparduschköpfen und so weiter, haben wir die Erkenntnis, das Gebäude ist der Haupttreiber für den Energieverbrauch und das Gebäude muss energetisch instand gesetzt werden, um die Klimaziele zu erreichen. Und wir haben das also jetzt in diesem Jahr überarbeitet und wir haben dort dabei vor allen Dingen den Nutzer im Blick gehabt und wie ihr auch schon mitbekommen habt, Klimaschutz ist auch sehr wichtig. Also es geht auch um die Ziele wirksam zu erreichen. Und das Ganze soll möglichst viele Leute erreichen, soll also auch so gemacht werden, dass es schnell umgesetzt werden kann, dass da möglichst viele Leute auch sich abgeholt und gut beraten fühlen. Und Wirksamkeit am Ende soll auch messbar sein, also was ist denn wirklich dabei rumgekommen. Und ein bisschen was zu unserer Werkstatt, zu unserer Entwicklungswerkstatt. Wir sind ein interdisziplinäres Team und das sage ich nicht einfach nur so, weil sich das gut auf Broschüren macht, sondern da an diesem Produkt beteiligt waren Energieberaterinnen, Ingenieure, Produktentwicklerinnen, UX-Designerinnen, auch Kommunikationsexperten. Wir haben von Anfang auch den Vertrieb oder die Kommunikation mitgedacht in allen Phasen und haben versucht, die gesamte Bandbreite abzudecken und immer wieder auch mit reinzunehmen und immer Feedback auch zu holen. Auch agil, auch ein Buzzword, aber darum geht es vor allem, dass wir auch solche Methoden, die in der digitalen Entwicklung ja Standard sind, dass wir die natürlich auch integrieren, dass wir Design Sprints machen, also schnelle Entwürfe haben und die austesten, gucken, ob sie relevant sind, ob sie ankommen und vor allen Dingen immer den Nutzer auch im Blick zu haben und auch unsere Nutzer daran beteiligen. Also wir haben von Anfang an Online-Umfragen mit der Zielgruppe gemacht, um eine große Bandbreite an Themen abzudecken. Wir haben Fokusgruppengespräche geführt und Interviews geführt mit Nutzern, um deren Bedürfnisse noch besser verstehen zu können. Und wir haben immer wieder Nutzertests auch gemacht, für alle Elemente der Beratung, der Online-Beratung, immer wieder das Feedback reingeholt. Wie lässt es sich bedienen? Wie schnell kommt ihr durch? Was braucht ihr noch? Was habt ihr für Erwartungen? Und das alles immer im Blickpunkt, dass der Nutzer, die Nutzerin gut durch die Beratung kommt und am Ende auch angestoßen wird, etwas zu verändern. Und ich habe euch ein paar Bilder mitgebracht, um besser zu verstehen, wie die Energieberatung dann am Ende jetzt aussieht, durch welche Schritte man hier durchkommt. Und es gibt am Anfang eine Abfrage, auch so die Motivation, will ich erstmal mich nur umschauen und gucken, was so möglich ist, oder habe ich vielleicht auch, ja, meine Nachbarin verwendet jetzt PV-Anlage, ist das auch was für mich? Also weiß ich schon genauer, oder Heizanlage muss ausgetauscht werden, dann weiß ich schon genauer, wo ich hin will und kann dann noch besser steuern, welche Anfragen, welche Empfehlungen dann dabei am Ende rauskommen. Und im ersten Schritt machen wir die Verbrauchsanalyse. Das ist für uns ein wichtiger Punkt, immer zu wissen, wie viel verbrauche ich eigentlich gerade in dem Gebäude und welches Sparpotenzial ermöglicht dann eine Sanierung. Das ist der Haupttreiber, Hauptmotivation, um am Ende Sanierung umsetzen zu können. Und das Ergebnis gibt es dann auch grafisch dargestellt im Verbrauch und ordnet das dann ein, je nachdem, viel Potenzial, viel zu sparen oder nicht.
Und im zweiten Schritt werden die Maßnahmen abgefragt und der energetische Zustand des Gebäudes, welche Heizanlage, welche Wärmedämmung wurde eingeführt, hydraulischer Abgleich wurde der gemacht und so weiter. Und als Ergebnis gibt es dann Maßnahmenauswahl. Links kann man auch nochmal die Empfehlung wechseln und sagen, ja, ihr empfehlt eine Luftwärmepumpe, aber wie wäre es dann mit einer Erdwärmepumpe, die würde ich eigentlich jetzt besser finden, kann die auch auswählen. Und bekommen dann ausgerechnet live, wie viel das Ganze kostet. Dazu sind Datensätze mit durchschnittlichen Kosten hinterlegt. Und auch Fördermittel werden gleich auch mit abgezogen. Die sind auch schon hinterlegt. Wir haben eine Fördermitteldatenbank mit 1000 Förderprogrammen von Bundes- zu regionalen Programmen. Und am Ende steht dann auch noch eine Wirtschaftlichkeitsberechnung draus. Also mit der Ungewissheit, die wir alle haben, wie sich die Energiepreise entwickeln werden. Aber für 20 Jahre, mit welchen Kosten muss ich da eigentlich rechnen? Und wir lassen die Leute nach diesem Ergebnis nicht alleine, sondern empfehlen auch, mit uns weiter in Kontakt zu bleiben, eine Dialogstrecke von uns per Mail zu bekommen, um individuelle Tipps noch zu bekommen. Also zu den Daten, die man angegeben hat am Anfang, bekommt man dann seine eigene Dialogstrecke auch zugeschickt und das Ganze natürlich auch als PDF, um dann zum Beispiel bei der Energieberatung die Ergebnisse mitzunehmen und noch besser vorbereitet zu sein. Und das ist da, wo wir jetzt stehen. Wir wollen uns auch noch mit dem Thema Wärmepumpe stärker beschäftigen und mit den Möglichkeiten, vielleicht auch noch weitere Schritte des Energieberatungsprozesses zu digitalisieren. Aber das ist da, wo wir im Moment stehen. Und die 20 Minuten sind um. Deswegen vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Fragen jetzt oder draußen, dann später noch. Oder der Austausch. Bin auch gespannt auf eure Darstellung. Vielen Dank. Ja. Alex, ja, ich glaube, ich höre mich. Das ist wunderbar. Herzlichen Dank für den Vortrag. Wir haben noch ein paar Minuten Zeit, um Fragen zu hören. Ah, super. Ich fand es ja total toll zu hören, auch mal UX-Designer und Leute, die sich um ein bisschen Usability kümmern, in so einer Anwendung, in einer Anwendungsentwicklung zu hören. Weil ich kenne es, es gibt total viele Sachen, die super Funktionalität bieten, aber von Leuten nicht akzeptiert werden, weil sie einfach grässlich zu nutzen sind. Ja. Oder weil man so ein Expertenwissen braucht, um es zu nutzen, dass am Ende es doch keinen Nutzen mehr hat. Also von daher, tolle Sache. Dankeschön. Ich werde da auf jeden Fall mal drauf schauen. Gibt es denn Fragen hier im Publikum? Ja. So, ich hätte eine Frage, und zwar, welche Relevanz hat denn die Gebäudeautomatisierung oder Gebäudeautomationen im Ganzen? Also ich habe jetzt viel über Dämmung etc. gehört, da würde mich interessieren, inwiefern spielt Gebäudeautomation da auch eine Rolle und genau, was wird da konkret umgesetzt in den Häusern? Ist eine wichtige Maßnahme. Wir empfehlen sie auch in vielen Bereichen, manchmal macht sie auch Sinn. Wichtig ist erstmal, den energetischen Zustand des Gebäudes zu verbessern, also Dämmung, die Heizanlage und alles drumherum, Lüftungsanlage und so weiter. Und das System wird dann immer komplexer auch. Also gerade Wärmepumpen laufen ultra komplex. Wenn ich jetzt noch eine PV-Anlage habe oder eine Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung, das sind sehr viele komplexe Teile. In vielen Fällen bietet sich so eine Art Gebäudeautomation auch an. Es gibt auch sehr viele Spielereien, ne? Also ja, die Jalousien hoch und runter fahren zu lassen oder das Licht an und auszuschalten. Ich tue es als Spielerei ab, aber natürlich gerade für die Erzeugung von Wärme kann es sehr sinnvoll sein, also zum Beispiel mit einer Komponente, ich messe draußen das Wetter und plane dadurch dann auch schon ein, wie viel Energie ich eigentlich produzieren muss und zu welchen Zeiten ich in den Räumlichkeiten heize. Das sind wichtige Anwendungsbereiche. Wir sehen da so ein Einsparungspotenzial 10-15% im Gebäudebestand. Kann eine relevante Größe sein, aber erstmal die Gebäudesanierung und dann die Automation. Eine ganz schnelle Frage wurde mir gerade gesagt. Erstmal danke, sehr interessant. Aus euren Erfahrungswerten oder euren, ich schätze mal, ihr redet mit einer großen Menge an Leuten, die sich dafür interessieren. Wie verteilt sich denn dass entweder die Informationen fehlen, was getan werden kann, beziehungsweise im Vergleich zu, die Leute wissen, was sie tun müssten, aber sie sind sich nicht sicher, wie sie es finanzieren sollen. Also.
Es gibt einen großen Informationsbedarf. Wir sehen das. Also wir haben dieses Jahr über unter dem Modernisierungscheck schon 175.000 Haushalte erreicht damit. Also das Thema ist virulent. Die Leute wollen mehr Informationen dazu. Wir sehen es vor allen Dingen, dass häufig dann falsche Entscheidungen getroffen werden im Sanierungsprozess. Also dass man sagt, ja, der Handwerker hat, die Handwerkerin hat empfohlen, nimm doch einfach eine moderne Gasheizung und dann passt das schon. Oder ja, von der Wärmepumpe habe ich noch zu viel Respekt. Oder Dämmung ist schädlich fürs Haus. Also viele Vorurteile, Mythen. Und deswegen ist es wichtig, von den Informationen, die richtigen Informationen bereitzuhalten und vor allen Dingen auf das Gespräch mit der Energieberatung hinzuweisen, denn die Energieberatung im besten Fall kann noch viel besser einordnen, welche Maßnahmen zu welchem Zeitpunkt relevant sind. Und Finanzierung, wichtiges Thema. Es gibt eine sehr attraktive Förderung dazu auch, Bundesfördergelder, die es dort gibt. Auch die Finanzierung ist sichergestellt, aber im Einzelfall kann es natürlich auch eine große Blockade sein. Ne? Aber das sind, also wir haben immer mit 20 Jahren auch gerechnet und in vielen Fällen, also unsere Maßnahmen, die wir empfehlen, die sollen sich auch nach 20 Jahren dann gerechnet haben und rentiert haben und dann am Ende mehr Energieeinsparungen einbringen, als es dafür investiert wurde. Ist aber nicht immer möglich. Gut, alles klar. Herzlichen Dank, Alex. Nochmal eine Runde Applaus für ihn. Dankeschön.